Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten alltäglichen Gelaber über die EM 2016. Ich rede heute nicht über Brasilien, die bei der Copa rausgeflogen sind gegen Peru, sondern ich rede heute nochmal so ein bisschen über das, was gestern war. Ich habe ja gestern weder auf Twitter noch irgendwo irgendwas gemacht. Das lag einfach daran, dass ich nicht zu Hause war. Ja, ich war unterwegs. Dementsprechend konnte ich gar nicht irgendwas posten. Und trotzdem habe ich natürlich die Spiele geguckt, sowohl Polen gegen Holland als auch Deutschland gegen die Ukraine. Und ich muss sagen, es war wirklich sehr, sehr gut. Zunächst einmal Türkei gegen Kroatien. Damit hat es ja angefangen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin enttäuscht von der Türkei, weil in meinen Augen haben die alles andere als gut gespielt. Sie haben eigentlich total schlecht gespielt. Hatten zwar die Gelegenheiten ab und zu mal, aber an sich war das wirklich, also das geht auf jeden Fall besser. Ja? Ich habe mehr erwartet und das war... Weiß ich nicht. Der Kommentator hat sich ja in Emre Mor verliebt, der war ja total geflasht von dem. Der hat auch ja, ganz ordentlich gespielt, aber im Endeffekt hatten die, abgesehen von dem Kopfball von Tufan, glaube ich, keine wirklich dicken Gelegenheiten. Und Kroatien hatte halt en masse. Ne? Normalerweise hätten die 2-0 gewinnen müssen, aber das war ja bis gestern Abend sowieso noch so. Mehr als einen knappen Sieg, also mit einem Torunterschied, gab es halt einfach noch nicht. Das hat auch Polen dann gezeigt. Die haben nur 1-0 gegen Nordirland gewonnen. Allerdings muss man auch sagen, dass Nordirland gut gespielt hat. Ja, die waren nicht schlecht, definitiv nicht. Die haben ein gutes Spiel gemacht, haben sich stark präsentiert dagegen. Ich sag mal... Teilweise auch defensiv nicht so sichere Polen. Normalerweise steht die da hinten ganz sicher mit beispielsweise Glick und so weiter und so fort. Aber dieses Mal, weiß ich nicht, war irgendwie nicht so krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Lewandowski war auch ordentlich genervt, weil dem nicht so viel gelungen ist. Milik hat dann das 1-0 gemacht, das hast du auch gesehen. Das war ein gut gespielter Angriff und da musste er in Rückraum spielen, dass er den macht. Das war, denke ich mal, klar. Aber gut, damit steht Polen auf jeden Fall als Zweiter in der Gruppe da und hat auch ordentlich gespielt. Ja, sie waren zu inkonsequent, aber sie haben gewonnen und Nordirland hat sich auch gut präsentiert. Was willst du mehr? Dann kam das Spiel von Deutschland gegen die Ukraine und da muss ich sagen, das war wirklich ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel, beziehungsweise auch spannendes Spiel. Also Deutschland hat stark begonnen, gar keine Frage, auch wenn Konoplyanka die erste richtig dicke Chance hatte, bereits nach 3 Minuten oder sowas, wo ein neuer Klasse hält. Zu Neuer komme ich gleich nochmal. Dann aber kommt Mustafi mit seinem Kopfball, der war besser, ja, groß mit der Flanke und wuchtiges Ding, kannst du nicht halten. Ist ein guter Kopfball gewesen. Danach hat Khedira noch eine Riesenchance gehabt. Das war richtig schön gespielt, aber da sieht klasse Ballmitnahme, hätte ich niemals erwartet, aber also ich hätte nicht mitgenommen, ich hätte ihn, glaube ich, reingemacht, weil das war halt direkt auf den Mann, das war ein bisschen schade. Pjatov hat den aber auch gut gehalten, muss man ja auch mal ehrlich zugeben. Und danach, ja, ging es dann halt so ein bisschen los mit dem extremen Pressing der Ukraine. Die haben extrem gut nach vorne gespielt, die haben extrem Druck gemacht aufs deutsche Tor und es wäre keine Überraschung gewesen, hätten die den Ausgleich gemacht, die hatten so dicke Chancen. Boateng dann ja mit dieser Riesenrettungsaktion auf der Linie, das war sowas von geil, wie er den da von Konoplyanka, der den rüberspielen will, warum man nicht direkt abgeschlossen hat, keine Ahnung, aber wie er den wegkratzt noch, beziehungsweise mit seinen 2,5 Metern so gefühlt und 700 Kilogramm irgendwie im Fall eine akrobatische Meisterleistung vor den wegschlägt, einfach, der ist einfach ein geiler Typ, kann man nichts gegen sagen. Ja, im Anschluss dann gab es noch weitere Chancen. Neuer hat nochmal klasse gegen Kopfball gehalten. Das war, glaube ich, sogar schon vorher. Vor diesem 1,97 Innenverteidiger, der wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Und dann haben sie irgendwie eine Halbzeit gerettet. Ja, von Deutschland kam in der ersten Halbzeit nicht mehr so viel. Die hat nicht mehr so viele Gelegenheiten. Ab und zu mal ein Abschluss, aber ginge besser. Und ja, da musste man in der zweiten Halbzeit mal schauen, wie das läuft. Ne? Wenn es weiter so gegangen wäre, hätte die Ukraine wahrscheinlich einen Ausgleich gemacht. Sie hatten auch weiterhin Chancen, aber die Außen, die hatte Deutschland jetzt besser im Griff. Den Šefčovič beispielsweise, der war in der ersten Halbzeit unglaublich gefährlich. In der zweiten war er relativ abgemeldet, da haben sie es besser gemacht. Also Höwedes vor allem auch, der in der zweiten Halbzeit auch offensiv besser geworden ist. Dani Alvedes. Auf jeden Fall ja, ein gutes Spiel gemacht. Und die Ukraine hatte dann diese riesige Chance durch Rakitski von Deutschland. Die haben offensiv und defensiv gut gestanden, aber es kamen halt nicht viele Chancen bei rum. Wisst ihr, also ein paar Schüsse, klar, aber nicht so wirklich, wo du sagen könntest, hundertprozentig. Ja, das weiß ich nicht. Und dann hatten die Ukraine ja nochmal die Gelegenheit durch Jarmolenko. Aber dann kommt der Konter und Özil macht seine einzige gute Aktion gestern. Obwohl, der Kopfball von Draxler war gut, der war echt stark. Hat seine einzige gute Aktion, flankt auf den zweiten Pfosten und der eingewechselte Schweinsteiger. Was für eine Geschichte, macht das 2-0 richtig geil. Habe ich richtig gefeiert, also alle beim Public Viewing. Ich blende euch jetzt mal hier ein Bild ein oder ein Video, wenn ich dran denke. Guten Morgen. Und danach war halt Feierabend. Ne? Das war halt kurz vor Ende des Spiels, von daher vollkommen in Ordnung. Aber was ich nochmal sagen wollte dazu, Özil war wirklich unfassbar scheiße. Der war sowas von schlecht gestern. Der hat nichts hinbekommen. Seine Pässe viel zu riskant, einfach viel zu viel klein einen Schopper selbst zu schießen. Auch auf den Ball vertändelt oder verdribbelt, einfach so, weil er sich nicht früh genug getrennt hat. Weiß ich nicht. Draxler hingegen war stark. Boateng war auch stark. Er war noch stark. Groß war auch gut. Eigentlich haben alle ein recht gutes Spiel, ein recht solides Spiel gemacht. Der Man of the Match in meinen Augen ist Safi. Der hat auch ein gutes Spiel gemacht. Aber
Dann gab es ja auch noch die eine lustige Szene, wo er den Ball zurückköpft über Manuel Neuer hinweg. Und da möchte ich noch auf Neuer zu sprechen kommen. Klar, ich mag ihn nicht, ja, das ist logisch. Aber ich bin nicht der Meinung, dass er ein schlechter Keeper ist. Der ist ein super Keeper, hat er gestern noch wieder gezeigt. War eine klasse Aktion. Nicht, dass die anderen nicht aufgehalten hätten, aber trotzdem war das natürlich Weltklasse. Was nicht Weltklasse ist, beziehungsweise was er ist in meinen Augen halt zu sehr gehypt. Das heißt immer, oh, Neuer, das hätte kein anderer gemacht. Neuer ist so viel besser als alle anderen. Das stimmt halt einfach nicht. Und beispielsweise diese Aktion, ja, er ist sehr präsent, er ist sehr auffällig in seinem Spiel. Deswegen ist er auch der Beste und Präsenteste der Welt. Aber er kommt da ohne Not 20 Meter aus einem Tor raus und Mustafi überköpft ihn. Der Gesichtsausdruck von Mustafi war auch geil, ganz fokussiert und dann... Das war voll lustig, aber gut, wäre drin gewesen, das wäre halt extrem bitter gewesen und in meinen Augen Neuers Fehler, weil warum kommt der da raus? Warum? Ich meine, auch wenn er ruft, warum? 20 Meter vorm Tor. Er gibt überhaupt keinen Sinn. Ja, und das sind halt diese Ausflüge, die einfach total unnötig sind. Jetzt fangen die an zu bohren, ich glaube, es hakt. Ja, zu den heutigen Spielen kann ich nicht so viel sagen. Ich werde es auf jeden Fall alle gucken, wenn ich rechtzeitig zu Hause bin. Spanien, Tschechien 2-0, denke ich mal. Wird ein spannendes Spiel. Aber ich denke mal, dass Spanien das relativ souverän machen wird. Und jetzt haben wir ja den ersten zweistelligen Sieg oder 2-Tore-Abstandssieg. Dann Österreich gegen Ungarn 2-1 oder 1-0, je nachdem. Also auf jeden Fall wird Ungarn das gewinnen, bin ich relativ sicher. Österreich, weil die ein bisschen stärker sind als Hungary. Und abends dann Portugal gegen Island. Das könnte das Überraschungsteam werden, Island. Aber ich glaube, Portugal gewinnt das mit 3-1. Und ich freue mich da mega drauf auf dieses Spiel, weil Ronaldo, Quaresma und so gegen Estland auch schon in Topform gewesen. Und ich hoffe, diesmal auch. Gut, kurzes Video, ist aber, denke ich mal, auch in Ordnung. Und dann sehen wir uns, würde ich sagen, beim nächsten Mal wieder. Und zwar irgendwann heute Abend entweder. Heute kommt noch ein Video oder wir sehen uns morgen und ich habe keine Ahnung. Bis dann, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Haut rein, passt auf euch auf, macht's gut und ciao.